So, und da sind wir wieder bei 7 Days to Die. Bei dem ist letztens das Spiel abgestürzt und der ganze Computer auch. Ja. Weil das Spiel scheiße programmiert ist. Und ich habe dann einfach aufgehört, weiter aufzunehmen. Deswegen hatten wir da nur in zwei Folgen Dingens. Wo wir es locker auch von der Zeit her auf mehr hätten strecken können. Du hast übrigens voll was verpasst letztes Mal. Hä? Ich habe dort noch ein Dingens gefunden. Ein Wildschweinlager. Okay. Das war alles voll mit Wildschweinen dort drin. So, jetzt ist die Frage, machen wir direkt weiter mit unseren Reviews oder? Oh. Ja. Ja. Wo habe ich aufgehört? Ja. Ich glaube, es war Ao-chan Can't Study. Ja, ja. Es war ein guter Anime. Von Love Story her. Oh. YouTube-Watch irgendwas. Wurde mir gerade von Wollenlord geschickt. Was ich daran mochte, war natürlich, dass ich da so super viele tolle Reaction-Picks rausbekommen habe. Dass das irgendwie total Role Reversal war. Da war das irgendwie so, dass statt immer nur boah, der Junge ist so pervers. Nee, der Mädel ist so pervers. Denkt die ganze Zeit, der Typ würde irgendwas Perverses machen, macht er aber nicht. Der ist eigentlich immer nur so nett, der hält sich durchgehend zurück. Und die sagt dann ja, aber du tust mir doch das hier an und das hier und das hier, nee. Und darum geht es eigentlich. Gut. Und das durch ein Missverständnis, dass die sich dann lieben lernen irgendwie. Also der hatte eigentlich schon Interesse an der, aber die hatte kein Interesse an dem, weil die meinte, der sei ein Normie. Was? Was, wir lieben uns, das muss ein Missverständnis sein. Die meint, der wäre ein Normie und einfach total scheiße und kann nix. Normie im Sinn wie... 4chan oder das benutzen oder wie? Ja, bestimmt. Ach ja, stimmt ja, ich habe hier alles voll mit Sachen noch. 4chan ist ein Gattenloch. Für das sogar die Gatten zu arm sind. Reißen uns auch einfach aus dem Kontext. Nicht nur das, generell ist es einfach voll mit Incels und was weiß ich noch für Arschlöchern. Inzest. Incels. Incels sind noch schlimmer als Inzest. Ich fänd's schön, wenn's Inzest wäre. Ich meine, bei denen würd's mich nicht wundern. Ich meine, es ist, über das wir hier reden. Vogel. Fortschatten. Schaden. Ich guck gerade mal. Zement ist hier auch wieder schön drin. Du bist dem Spiel beigetreten. Ja.
Und wo bin ich? Achso, ich war gerade dabei, meinen Rucksack zurückzuholen. Damit kann ich meine Rüstung leise machen. Ein Schalldämpfer. Ja, für die Rüstung. Ich meine, theoretisch kann man es anschrauben. Ja. Jetzt leckt's bei mir. Danach habe ich Trigun geguckt. Ja, das hast du. Das ist halt einfach nur, wie sagt man? Trigun. So wäre es in kurz, aber im Grunde ist es einfach nur, wie heißt es? Cowboy Bebop in der Wüste. Diese eine Wüstenepisode aus Cowboy Bebop, aber in lang gestreckt. Mehr ist es nicht. Du bist schon da, ne? Ja, ich bin in der Welt. Hörst du den Screamer? Ich bin gerade mitten im Nirgendwo. Muss ich mich drum kümmern. Ich gehe mal davon aus, dass du die Armbrust auch haben willst. Ja. Tue ich einfach unten noch rein in die Sachen, ne? Ja. Ich dachte kurz, ich habe meine Magnum verloren. Santa Maria. You don't have to wait for it. Erstmal so richtig lange warten dafür. Ask your local web destroyer for the Papa Raider. Der Schuh des Manitou war ein guter Film. Mit vielen guten Zitaten wie: Du kannst mir doch nicht so erschrecken, du Zipfelklotscher. 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 Oder in Hochdeutsch: Du kannst mich nicht so erschrecken, du Wichser. Du Wichser. Was denn? Hier ist wieder eine tolle Patrone für dich. Hier ist ein Jagdgewehr. Lammration, Hühnchenration, große Rindfleischration. Oh, ich alles nicht. Electrical Parts. Was ist nach Trigun passiert? Nach Trigun habe ich Attack on Titan Season 3 Part 2 fertig geguckt. Und das hat einfach mal eine 10 von mir bekommen. Also halt cool. Ich weiß trotzdem nicht, was da drin sind. Ich kann es dir nur empfehlen, dir das anzusehen. Ich meine, ich vermeide das jetzt nicht so stark wie jetzt Disney, Marvel, DC, Ghibli oder sonst was in die Richtung, aber es ist trotzdem so unwahrscheinlich, dass ich es mir ansehe. Dass sich andere Leute das angeguckt haben. Nee, weil ich einfach kein Interesse dran habe. Ja, schrei halt einfach, obwohl du hier noch... Ich meine, bei Ghibli ist schon so, dass das teilweise so ist, weil sich andere Leute halt so hochgehypt haben, dass ich es mir nicht ansehe, aber
zu größeren Teilen einfach, weil es mich nicht interessiert. Und wo ist da der Geier, der mich gerade angeschrien hat? Irgendwo da hinten. Und jetzt dreht er ab. Oder auch nicht, hä? Das Pathfinding von dem Geier ist. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, ich muss jetzt aber schnell hoch. Ich mach das jetzt mal zu, dort unten, damit man da nicht durchkommt. Wenn die eh aber. So, und du hast noch was gesehen? Danach habe ich Ultraman gesehen. Nicht Ultra? Nö. Die haben immer Ultra gesagt. Es war jetzt wesentlich weniger toll, als ich es mir vorgestellt hätte. Holy fuck! Sind da ich habe gerade 3000. Was? Ich habe 3000 EP bekommen. Hier sind halt ganz viele Zombies. Ja, ich habe gerade einen Haufen Pharaohs in die Luft gesprungt. Warum habe ich nichts bekommen? Ich mag den Raketen. Ja, weil ich erst jetzt in die Party beigetreten bin. Danke, du Arschloch. Ja, ich habe es dann erst bemerkt. Jetzt bekomme ich wird. Also Ultraman ist mit jeder weiteren Folge irgendwie langweiliger geworden. Und da dreht sich's eigentlich mehr so um den Typen, der nach Ultraman Ultraman wird. Also Ultraman. Ultraman 2. Genesis. Oh fuck. Fuck you, you're a fucking wanker. Hätte ich mir überlegen sollen. Wenn es nicht so laggen würde, fände ich es toll. Ja, das Spiel ist halt scheiße. Ich glaube, ich gehe runter und lass die kämpfen. Kommt her. Ein Compound-Bogen, wow! Meinem Super Aim. In Warframe schieße ich besser. Du verblutest. Ein Schlag. Ich verblute. Du hast gerade ungefähr 3000 XP bekommen, wahrscheinlich. Ich habe mir wieder einen Haufen Pharaohs in die Luft gesprengt. Ja, toll, danke. Jetzt hab ich einen Verband gemacht, ohne dass ich den brauche. Naja, ich bin jetzt jedenfalls schon zu dem Moment gekommen im Spiel, wo ich gegen die in den Kampf gehen kann. Ist doch schon mal etwas. Gegen die? Wow. Ja. Wer sind die? Die Typen. Nachts. Ach so. Die Eidolons. Genau die. Ja, da bin ich schon länger drin, aber ich meinte jetzt hier im Spiel, nicht bei Warframe.
Ich habe übrigens drüber nachgedacht, ob wir uns hier nicht vielleicht beim Haus Mauern bauen. Mehrere. Die Zombies stehlen unsere Jobs. Hey, jetzt nicht eher passender gewesen. Oh, Shared Player XP. Fucking Jumpscare Zombie. Holy fuck, steht da einfach in mir. Soll ich zu dir kommen, oder? Nee, passt schon, der ist tot. Ich suche Aber jetzt nach holy den fuck. Steinen, die hier auf dem Dingens rumstehen können. Weil die geben, meine ich, mehr Eisen. Und ich brauche neue Munition. Wie habe ich gerade einen Sneak-Bonus-Damage bekommen, obwohl sich der Zombie mich angeschlichen hat? Vielleicht hat er nicht gewusst, dass du das bist. Hat gedacht, du wärst einer von denen. Will nicht beschweren, ich nicht, dass ich einen Einschuss für den gebraucht habe. Hast du eigentlich inzwischen Staffel 2 von Wormhunt schon fertig? Nö. Muss ich noch ein Ich muss bisschen sagen, ich finde angucken. es um einiges besser als Staffel 1. Ja. Dann mach du mal mit deinen weiter, bevor ich da weitergeht. Nach Ultraman habe ich mit Jojo angefangen. Sorocino Sadame! Toto. Und ich fand's sehr scheiße am Anfang irgendwie. Also jetzt nicht so besonders toll und auch nicht so besonders scheiße, aber sehr scheiße. Da habe ich mich gefragt, ja gut, irgendwie ist das jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Da habe ich mir mehr erhofft, nach dem, was die ganzen Leute mal da hochhypen. Ich meine, Toto sieht man wegen dem Memes. Wenn du Jojo nur für die Memes guckst, dann wirst du, glaube ich, enttäuscht. Ich hab gesagt, wegen der Memes, nicht für die Memes. Das ist ein Unterschied. Jedenfalls enthielt der erste Anime von Jojo halt die ersten beiden Parts. Und ich muss sagen, da hat mir der zweite wesentlich besser gefallen. Da ist bis jetzt auch mein Lieblingscharakter drin. Der Zug. Josef Der Josef. von Nazareth. Der zufällig auch genau am selben Tag wie ich Geburtstag hat. Warum auch immer. Warum nicht? Da fand ich halt cool, dass der einfach mal gegen Götter gekämpft hat. Und das war, wie ich finde, irgendwie nochmal was Besseres als das, was danach kam. Weil danach kam Stardust Crusaders, wo alle immer so sagen, ja, das ist das Beste, bla bla bla. Nee. Nachdem man irgendwie Battle Tendency geguckt hat, findet man. Würde ich sagen, Stardust Crusade, das ist halt so wirklich so. Hier kriegst du neues Zeugs dazu. Ich finde gut, dass du immer mal wieder die alten Charaktere da drin hast, dass du dich dann daran orientieren kannst. Guck mal, den fand ich doch toll, den finde ich hier immer noch toll. Wenn du dann plötzlich von Harmon oder im Englischen Ripple plötzlich zu Stance übergehst, das ist. Irgendwie schon so ein Shift, der bei mir am Anfang auch nicht so gut ankam. Da muss ich gerade dran denken, wie das bei Hunter Hunter mit Nen gelöst wurde.
Da kam Nen einfach schon in einem der ersten paar Kapitel vor, aber er wurde nie weiter elaboriert bis zu einem viel späteren Kapitel. Es ist zwar schon vorgekommen, aber es wurde nie weiter ausgebaut, so halt. Stands haben mir am Anfang halt überhaupt nicht gefallen, weil ich das mochte, dass man halt schon selbst gekämpft hat und nicht einfach irgendwie so einen Typen hinter sich stehen hat, der die ganze Zeit für dich kämpft. Weil im Endeffekt endet es darin, dass die sich einfach gar nicht bewegen und nur noch das da besiegt, also das Viech da die Gegner besiegt. Das ist irgendwie dann halt noch schlimmer als das, was davor war, wo halt alle immer nur zugeguckt haben, wo einer gekämpft hat. Jetzt gucken wirklich alle nur noch zu, wie der Geist von irgendwem kämpft. Ja, ist halt wie der Battle of Hogwarts. Da sind ja auch die meisten einfach nur zu und tun nichts. Zumindest im Film. Ey, ich fand das dann davor noch besser, aber dann, also Stardust Crusaders ist in zwei Teile aufgeteilt und dann kommen wir halt zum zweiten Teil, welcher mir einfach mal so viel besser gefällt, bei dem, was er da tut. Für mich war das irgendwie so im ersten Teil davon, ja, wo sind hier denn jetzt die, wie sagt man, Stakes auf Deutsch? Konsequenzen? Einsatz. Einsatz. Wo sind hier die Einsatz? Die Einsätze. Also, die Nachteile, die man hätte, wenn man verliert. Weil im Grunde war es ja eigentlich Konsequenzen. nur einfach die Mutter von dem Jotaro und das war dann. Die würde sterben, wenn er stirbt oder verliert. Und die anderen Charaktere waren auch eher so, ja. Waren da. Die hatten auch nicht wirklich so ein Ziel, außer halt, boah, der Dio, der hat mich kontrolliert. Jetzt will ich dem dafür meine Rache zeigen. Das war's. Das war ihr Ziel, das machen sie, und dann war es ja eigentlich eher egal, was deren Ziel war. Das war irgendwie so. Und im zweiten Part, da kommt es irgendwie mehr rüber. Ah, jetzt ist gefährlich. Jetzt könnte vielleicht halt wirklich Schlimmes passieren. Und das fand ich halt besser. Das Steak sind halt eine Sache, die schwer zu machen sind. Und ich rede gerade nicht vom Essen, obwohl es da auch zustimmt. Wenn du halt jemanden nicht dazu bringen kannst, sich dafür zu interessieren, was passiert, wenn der denn mal scheitert, dann kannst du auch keine gute Spannung aufbauen. Das ist wie in Kakegurui. Weil dir ist es einfach scheißegal, ob die jetzt verliert oder nicht, weil der ist es ja auch scheißegal. Ja, aber Kaiji ist gut gemacht. Und bei Akagi. Stardust Crusaders 2. Fand ich wesentlich besser da von Stakes her. Ja, Steaks müssen halt schlimm genug sein, damit es wirklich einen Unterschied macht, aber nicht schlimm genug, dass die Serie enden würde, wenn der jetzt verliert. Wie das dann mit Dio geendet hat, fand ich dann nicht so toll, wie es hätte sein sollen. Da hätte ruhig schon noch was hingekonnt. Wenn man halt das vorherige Zeug alles gesehen hat, wo die mit schlauen Sachen halt, also schlauen Ideen einfach noch durchgekommen sind durch alles. Und dann da halt einfach punch him really hard. Fand ich da nicht so toll.
haben auch keinen Sinn gemacht. Zieh dir Hunter an. Hunter an. Hunter, Hunter an. Erst wenn ich mit Jojo fertig bin. Weil bei Hunter, Hunter ist halt wirklich so, dass so gut wie kein Kampf, der länger als eine halbe Minute vielleicht dauert, geht darum, wer fester zuschlagen kann. Weil bei den Kämpfen, wo es darum geht, wer fester zuschlagen kann, da ist der, der nicht fester zuschlagen kann, nach 5 Sekunden tot. Oder besiegt. Ich muss sagen. Ja, warte, wie bringe ich das am besten ein? Mir fällt einfach eine bestimmte Sache noch total auf. In den ganzen Jojo-Sachen, die sich halt immer wieder wiederholt hat. Wie zum Beispiel der Hass auf Hunde irgendwie. Ja, da hat der Mangaka ja auch mal gemeint, dass die Sache, die er immer benutzt, um Charaktere hassbar zu machen, halt Hunde sind. Er hat auch einmal eine Katze genutzt. Ja, das merkst du in Part 4 auch nochmal an einer gewissen Stelle. Da hat er auch eine Katze genutzt. Hat er eine Katze missnutzt? Ja. Je weiter der gekommen ist, desto mehr Katzen hat er, glaube ich, genutzt. Anfang mehr so Hunde. Was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, der Typ hat so ein bisschen so einen Scheiße-Fetisch. Bin mir da nicht ganz sicher, aber irgendwie fällt mir das schon sehr auf, dass der sehr oft Scheiße da drin erwähnt und zeigt. Ich meine, das sieht man halt. Mein Spiel ist gecrashed. Ja. Gut. Aber nicht bei Computer diesmal. Ich meine, du siehst Scheiße dort drin. Und da werden solche. Aber nur wenn man Scheiße sieht, heißt das nicht, dass der Typ Scheiße mag. Also wenn du einfach mal guckst, wie oft er das bringt. Wurde jemand alles was Positives gebracht? Ich weiß nicht, inwiefern du positiv definierst da drin. Wurde als eine positive Sache gezeigt. Positiv für die Hauptcharaktere oder für die... Für den, der mit der Scheiße zu tun hat. Ich meine Hälfte, Hälfte. Vor allem, der bringt halt auch aus irgendeinem Grund immer rein, dass irgendwer einen Scheiße-Vergleich macht. Wie Rattenscheiße über eine Toilette geschmiert. Ich meine, das finde ich jetzt nicht so komisch. Warum sollte man sowas sagen? Weil es eine gute Metapher ist. Wo ist das eine gute Metapher? Wo ist das keine? Die Hundescheiße in der Mitte der Straße. So fühle ich mich, ja. Solche Vergleiche bringt der konstant. Ich meine, kann auch sein, dass das einfach nur drauf liegt. Jedenfalls scheint er das sehr zu feiern. Scheiße, irgendwie. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Doch ich bin nicht gewesen, noch kann das nicht beweisen. Das fand ich so scheiße in meiner Ausbildung. Dass da eine Leiche in deinem Keller liegt? Dass das einer die ganze Zeit gesungen hat.
Warum ist da schon ein Steinfall? Was? Natürlich hatte das auch die normalen Probleme, die man sowieso hat, wenn man Ensemble Cast macht oder so. Kann man das Ensemble Cast nennen? Eine Gruppe von Charakteren, dass einige natürlich mehr Spotlight kriegen als die anderen. Für mich war das noch nie ein Problem, solange die Charaktere die Spotlight bekommen haben, gut waren. Stardust Crusaders kann man im Grunde sagen, das ist Jojo Polnareff, der Anime. Weil wenn du einfach mal guckst, wie viele Folgen mit Polnareff als zentralen Charakter dort sind, oder wo der einfach irgend so einen Enemy Stand User trifft, das ist halt wirklich extremst. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass der dann einen sehr emotionalen Moment später am Ende hat. Ich meine, es macht keinen Sinn, einen emotionalen Moment mit einem Charakter zu machen, mit dem man sich nicht identifizieren kann. Oder mit dem man sich nicht auskennt. Gut, dass sie das mit Abdul oder Afdol, ich weiß nicht genau, welches man davon nehmen muss. Das ist nämlich das eine ist das Übersetzte und das andere ist halt nicht das Übersetzte. Dem haben die irgendwie so gut wie... Ne, dem haben die keine Folge gegeben, wo es halt nur um ihn geht. Der durfte immer nur zweite Geige spielen. Und dem wurde dann einfach am Ende ein emotionaler Moment gegeben. Gut. Erinnert mich gerade an... wie hieß es? Essen. Hat jede Folge einen anderen Charakter als Hauptcharakter gehabt und am Ende ist er halt gestorben. Der Anime war so scheiße. Selbst dieser Oingo Boingo Brothers Typ, einer von denen, hat mehr Folgen, die um ihn gehen, als fucking Abdul. Ja, die Oingo Boingo Brothers haben ja auch ein Ending. Die haben zwei. Siehst du mal. Ich hab ein Rad gefunden. Ja, meinen Brief gekriegt. Bist du eigentlich wieder da? Ich bin im Ladebildschirm. Komplett unnötig auf so eine Tür einschlagen. Ja, aber Stardust Crusaders 2 hat mir wesentlich besser gefallen als der erste. Die Gründe dafür habe ich ja schon genannt. Das Ending hätte man noch ein bisschen besser machen können. Und ich wusste nicht, dass das möglich ist, aber ich habe es wirklich geschafft, dass ich kein Papier mehr habe. Ich habe nie Papier dabei. Ich habe immer Papier dabei, weil ich daraus meine Munition mache. Ich lasse das immer liegen, wenn ich es so finde, weil ich es nicht brauche. Wenn ich meinen Lieblingskampf aus den ganzen Sachen da jetzt nennen müsste, wäre das wie wahrscheinlich... Wie die Hunde am Anfang getreten hat. Was? Wie die und den Hund am Anfang getreten hat. Eindeutig. Nee. Da würden mir tatsächlich bessere Sachen einfallen.
Hund brutal attackiert wird. Getreten wird. Ja, nicht nur getreten. Durch den Kopf aufgespießt mit Eisstäben. Und dann getreten. Das hat sogar mit dem Kampf zu tun, den ich am besten finde. Iggy Mord gegen Petro. So, das sagt ja einfach gar nichts. Aber wenn ich jetzt einfach beschreiben müsste, wie der Kampf ist, das ist einfach ein Hund gegen ein Falken. Das ist ein cooler Kampf. Ich kann mir gerade, ich muss mir gerade vorstellen, wie Captain Falcon einfach gegen Guts' Berserk kämpft. Und der Hund wird von Himiko Toga gesprochen. Hm. Der Falken hat keinen Sprecher. Der Falke. Hey, du bist dem Spiel beigetreten. Ich tu dich einfach mal in meine Gruppe, damit du jetzt viel EP dazu kriegst. Hi. Ich muss dir übrigens sagen, der Kampf zwischen einem Falken und einem Hund, das beschreibt den Plot von Berserk sehr gut. Also zumindest das Übergriffige, Einleitende, wie man es nennen will. War auf jeden Fall ein guter Kampf, vor allem weil der halt auch super animiert wurde und das fand ich ja generell gut in Stardust Crusaders 2, dass dort mehr 3D-Cam drin war. Ich meine, es ist David Production. Die sind nicht dafür bekannt, schlecht zu animieren. Da muss ich dir demnächst mal die It's About Time Szene zeigen, die du wahrscheinlich sowieso schon kennst. Die sieht übelst genial aus. War da bei der Stelle, wo du bist, eigentlich schon kein bitter Shit out of your fart getting closer? Ja, das ist der Dio-Kampf. Okay. You are approaching me? Der meist gemimte Moment aus Jojo überhaupt. Abgesehen vielleicht von Roundabout. Meinst du nicht eher, Sarada! Also inzwischen ist, das The Approaching Me mehr genimmt. Zumindest auf dem Anime-Subreddit. Töte jetzt gerade einfach alle Zombies in der Nachbarschaft. Warum hast du mir das angetan? Und alle sterben. Ich habe von einem Erkrankten erfahren. Jedenfalls ist der Iggy gegen Pet Shop Fight halt einfach super genial, weil der auch durch die Stadt geht komplett irgendwie. Da wird er einfach von so einem Falken verfolgt, der einfach Autos zum Explodieren bringen kann mit Eisstäben. Because why not? Da geht's in die Kanalisation runter, bis in den Nil rein, glaube ich. War das der Nil? Das war auf jeden Fall ein Fluss. Bis Tupac. Und dort dann unter Wasser in der Erde. Gut. Gehören die Bacon and Eggs mir? Jo. Okay. Den Kampf fand ich vor allem besser, weil es halt mit Stance halt immer so war, dass die meisten halt immer an derselben Stelle rumgestanden sind. Und so sind sie eigentlich mehr so rumgelaufen.
So. Wollen wir die Folge mal wechseln? Okay. Gut, ich würde dann mal sagen, dass wir es für diese Folge und bis in der nächsten Folge. Ciao. Adios.